Ein persönliches Hobby von mir sind Weine von der Familie Krutzler im Südburgenland. Das sind sehr spezielle Weine. Es sind säurebetonte Rotweine, frische Rotweine mit einer ganz speziellen Aromatik. Und das ist wie eine Melodie, die auf Anhieb nicht so eingänglich ist, wo man aber muss ein bisschen hören. Und wenn man es mal erlickt hat, dann ist man Fan davon. Also ich stamme dazu, ich bin Südburgenländer-Fan, ich finde das etwas Tolles. Und die Familie Krutzler ist der Pionier. Aber das ist jetzt nichts für jemanden, der frisch anfängt Wein zu trinken und relativ unbedarft an das herangeht. Also jemand, der ein rundes, weiches, liebes Weinchen sucht, ist da am falschen Ort. Aber gerade im Sommer, wenn Sie gerne einen würzigen, speziellen, frischen Rotwein wollen probieren, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, probieren Sie doch mal einen von den Weinen von der Familie Krutzler. Etwas sehr, sehr Schönes. Bestehend mehrheitlich aus Blaufränkisch. Und die Gegend dort im Süden vom Burgenland, es ist nur noch eine Stunde bis Graz, ist ein mildes Klima, langer Herbst, aber immer kühle Nächte. Es hat viele Eichenwälder rundherum, gibt ganz tolle Weine, aber eben, es ist ein bisschen speziell. Also wenn ich jetzt als Weinhändler nur südburgenländische Weine hätte, dann hätte man ein Problem. Das ist wirklich eine Nische, aber ich empfehle Ihnen mal, probieren Sie die. Selektion Schwanderfüllig ist der Basisblaufränkisch, wo man mit ein bisschen vom raren Merlot von der Familie Krutzler getobt haben, um einen noch länger im Fass zu lassen. Und dort bietet so einen Einstieg in die Art von diesen Weinen. Sehr schön, kann gut trinken, vor allem als Essensbegleiter hervorragend. Dann kommen wir zum Alter Weingarten. Das ist eine Rarität, von dem haben sie nur 2500 Flaschen gemacht. Die Rebstöcke sind fast 50-jährig, einer der besten Rebberge. Sehr oft landen die Trauben eigentlich im Peerwolf, im besten Wein von der Familie Krutzler. Und in dieser Serie ist das schon mein Favorit. Der hat dann die ganz spezielle Würze, die man am Eisenberg im Südburgenland hat. Das wirkt auf Anhieb ein bisschen befremdlich, aber ich sage Ihnen, es ist wie eine Melodie, wenn Sie die mal verstanden haben, dann ist das etwas sehr Schönes. Ein frischer, eleganter Rotwein. Und im Gegensatz zu vielen modernen Weinen, die vielleicht am Anfang sehr zugänglich und freundlich erscheinen und dann plötzlich langweilen, werden Sie da das Gegenteil feststellen. Je länger Sie ihn konsumieren, desto gefälliger und schöner und interessanter wird der Wein. Wunderbare Tropfen. Der berühmteste und beste Wein vom Krutzler ist der Peerwolf. So ein Kultwein aus Österreich, 100% Blaufränkisch mittlerweile, von der allerbesten Partie. Im Stil sehr ähnlich wie der alte Weingarten. Und wie gesagt, das ist so der Kulminationspunkt vom Blaufränkisch im Südburgenland. Man kann ihn bereits trinken, würzig, intensiv. Aber ich würde unbedingt noch ein paar Jahre liegen lassen.